Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Schön, dass du dabei bist. Ich begrüße dich. Ja, Leute, wir sind wieder in unserem Spiel drin und sieht einfach cool aus, oder? Muss ich einfach jedes Mal sagen. Aber das ist nicht meine Leistung, sondern einfach das Spiel, das cool ist, ja? Ui, wer hustet denn hier? Hey, Kleiner, bist du noch da erkältet hier? Jetzt schon im Herbst, ja? Vielleicht solltest du dir etwas anderes anziehen, Radomir. Leute, was machen wir heute? Als allererstes werden wir jetzt gleich mal aufs Pferd aufsteigen, auf unser neues Reittier, denn wir haben wieder eine Königsquest. Ja, und da mache ich mich doch gleich mal auf den Weg hier hin und diesmal mit einem Pferd. Ich bin gespannt. Hey, die Kinder rennen hier noch rum. Wahnsinn. Ja, ich bin gespannt. Aber die können sogar eine Fackel anlegen. Das ist ja cool beim Reiten. Ja, ich bin gespannt. Welche Quest wir wieder aufhaben. Und vor allem, schaut mal dieses Tempo an. Jo, das ist einfach nicht normal. Das ist ja irre. Das ist ja Wahnsinn. Schaut mal. Ja. Oh, wow, 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 wow. Junge, das Ding kannst du schier nicht in den Zaum halten. Echt krass, dieses Pferd. Also das hat sich wirklich gelohnt. Hätten wir vielleicht schon viel, viel früher holen sollen. Das ist Wahnsinn, wie die Wege hier abgekürzt werden. Ja, cool. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu Königsquest und wir sehen uns dann gleich wieder. Was war das in Gustovia, in irgendeinem Dorf? Keine Ahnung. Ich weiß es immer noch nicht, wie die Dörfer heißen. Kann ich mir nicht merken. Das sind so unaussprechliche Namen teilweise. Okay, also bis gleich. Oh, schaut euch das zu. Das ist Wahnsinn. Junge, Junge, Junge. Richtig cool. Bis gleich. So Leute, hier ist unser Zielort. Ich hätte wohl besser auf der Karte schauen müssen, denn der Herold sitzt diesmal in dem Anfangsdorf. Ist das Gustovia? Oder wie heißt das Ding? Gustovia, ja genau. Da sitzt er und da schauen wir jetzt gleich mal, wo der Junge ist. Hier mal schnell absteigen. Und laufen mal schnell hin. Hier sitzt er. Hallo Herold. Wilhelm, grüße dich. Was will denn der König? Der König veranstaltet eine große Hochzeitsfeier für seinen Thronfolger. Ui, er bittet alle seine Untertanen, Speisen für dieses prestigeträchtige Ereignis zu liefern. Ich werde sicherstellen, nur die feinsten Kuchen zu liefern. Kann ich das überhaupt machen? Wunderbar, ich erwarte deine Lieferung. Was? Okay, wir müssen... Ach du Schande... 15 Obstkuchen machen und Fleischtart. 10 Mirkornbrot. Ach du Schande. Jo. Haben wir hier vielleicht jemand für die Landwirtschaft? Schauen wir gerade mal schnell. Ui, Lubomira. Hast du vielleicht Bock, Müllerin zu werden? Haha, die stellen wir nämlich gleich ein hier. Jetzt geht es nämlich ab. Warte mal. Wo haben wir es? Verwaltung. Ja, genau. Oh, ich hoffe, habe ich Häuser? Doch, ich habe doch Häuser gebaut. Habe ich das wirklich? Ja, haben wir da was übrig vielleicht? Puh, Glück gehabt. Gerade noch ein Häuschen frei. Und du darfst in der Mühle arbeiten. Wo haben wir die Mühle? Sich der Hühnerstall fällt jemand. Im Gänsehaus fällt jemand. Müller. Herzlich willkommen. Wir haben eine Müllerin. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich gerade noch schauen. Ist hier jemand frei? Hier sind schon wieder 3 schwanger, 4 schwanger. Okay. Mutter. Haben wir jemand ohne Job vielleicht hier? Das sind die ganzen... Nee, sind wohl alle gerade beschäftigt. Viele sind Mütter wieder. Okay, puh. Tierzüchter brauchen wir. Altmir, was kannst du? Kannst du Tiere züchten? Kannst du vielleicht... ich weiß, ich habe, glaube ich, gar keine Häuser mehr. Ich muss zuerst Häuser bauen. Was ist das für einer? Okay, da... Steuern haben wir bezahlt, oder? Das passt. Ja, okay, alles klar. Gucken wir noch schnell, ob wir ein paar Kohlsuppen verkaufen können. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Klappern wir alles schnell ab, wenn wir schon mal hier sind.
Hier ist noch ein Händler, der Edwin. How are you? Kauft mir auch immer fleißig meine Kohlsuppen ab. Und ich denke auch diesmal nimmst du mir wieder ein bisschen was ab. Okay, 1000, das passt. So, dann haben wir noch die Bäckerin und den Tierhändler hier. Ja, du darfst mir auch noch... Oh, da hast du eine Quest für mich. Aber zuerst machen wir ein bisschen Kohle. Da kann ich dir bei was helfen. Gefährliche Tiere. Da müssen wir warten, bis Nacht ist. Okay. Dann noch schnell zur Bäckerin. Da kann man eigentlich die Sachen auch kaufen. Pass mal auf hier. Was hat die denn? Hat die irgendwas, was ich brauche? Fleischpastete? Das könnte ich auch kaufen. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Hey, da muss ich erst mal schauen, was ich selber machen kann. Meerkornbrot. Also ich könnte die Quest, die Sachen auch kaufen. Wäre allerdings sehr, sehr teuer. Ja. Und deshalb will ich jetzt mal sehen, was ich selber herstellen kann. Ich bin mal gespannt. Ich bin nämlich noch gar nicht so ganz sicher. Have a good day. Aber das werden wir schon noch rausfinden. Hier ist nochmal jemand mit einer Quest. Junge, da geht's ganz schön ab hier. Hey, wo ist sie denn? Hier. Hallo, schöne Frau. Bei was kann ich dir helfen? Ein bewährter Kämpfer. Das bin ich. Ah, nochmal. Nochmal jagen. Sehr gut, zweimal die gleiche Quest. Haha, das sind Doppelpunkte. Okay, gut, ab zurück in unser Dorf und dann schauen wir mal, was wir da herstellen können. Vielleicht müssen wir noch zwei Wohnhäuser bauen. Ich sitze auf mein Goal und ab geht die Post. Ja, das Reisen macht jetzt Spaß. Das ist wirklich krass und geht auch echt richtig schnell. Hier war noch ein Tonvorkommen. Das werde ich noch schnell mitnehmen. Das nehme ich immer mit, damit wir ein paar Flaschen herstellen können. So, parken wir gleich den Goal hier hin. Zack. Und es wird gegraben. Na, den nehme ich natürlich gleich mit, den Ton hier. Vielen Dank. Ist das zufällig eine Asim-Schaufel? Nein. Okay, dann... Wenn ich meine Schaufel finde, jo, baue ich ein bisschen hier ab. Und wir sehen uns gleich wieder in unserem Dorf. So, wir sind zurück im Dorf. Und da wir ein bisschen Platzmangel haben, ja, wer hätte das gedacht, werden wir hier doch zwei, drei Wohnhäuser bauen. Denn, ja, ich schaffe jetzt mal ein bisschen Platz. Die Bäume müssen hier weg, ganz klar. Und denke ich, baue ich schnell zwei Häuser auf. Denn wir haben einfach noch ein bisschen Platzmangel. Wir brauchen noch ein paar fleißige Arbeiter für unser Dorf. Die werde ich dann noch holen. Vor allem jetzt Tierzüchter haben wir halt gar nichts mehr da. Da fehlen zwei und will halt schon wieder welche Mütter sind. Gut, die können wir aber später dann natürlich wieder woanders einsetzen. Die Mütter, das ist kein Problem. Da finden wir schon Arbeit für die Aufgabe, auf alle Fälle. Wir können noch einiges an Häuser bauen. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Da sind wir noch nicht am Limit im Spiel. Also da können wir, und wenn es nur Grabungsschuppen sind oder was, die Ton herstellen für unsere Flaschen, für das ganze, die ganzen Obstsachen, die wir da haben, wo wir natürlich Wein und alles draus herstellen können. Gut, ich hole es jetzt schnell alles hier ab, wie man sieht, und dann ziehe ich schnell zwei Häuser hoch. Und dann schauen wir mal, was wir so herstellen können. Die nächtliche Jagd, die wird eventuell auch bald anstehen. Ja, da können wir ja auch noch gleich loslegen. Also es gibt noch einiges zu tun. Achtung, fliegt mir schön der Baum hier auf den Kopf. Gibt noch einiges zu tun und ja, ich bin jetzt dabei. Fangen wir an. Verlieren wir keine Zeit, denn wir müssen weiterkommen. Ich möchte eigentlich die Jahreszeiten ganz schnell überspringen oder beziehungsweise die Tage, die Nächte, damit unsere Kinder wachsen, denn ein Lehrling einzustellen, das wird wahrscheinlich die letzte Aktion sein, die wir hier im Spiel machen.
bevor dann die neue Karte natürlich rauskommt. Wo wir wieder von vorne anfangen werden mit einer neuen Questreihe. Oh, Leute, ich freue mich da richtig drauf. Das wird echt cool werden. Das war das falsche Werkzeug. Schaufel brauchen wir hier. Gut, die Nacht hier wird wohl doch gearbeitet. Und ich gehe wahrscheinlich gleich noch auf die Jagd. Da hole ich euch aber mit dazu, wenn wir ein paar Wölfe erlegen. Wir sehen uns gleich wieder. Schaut mal hier. Was hat gerade angefangen zum Leuchten? Wer hat es erkannt? Wie immer, meine Nahrungsleiste, meine Trinkleiste. Ich verdurste schon wieder. Leute, was ist hier los? Echt? Jedes Mal. Keine Zeit zu trinken. Ich hoffe, in echt halte ich das besser ein. Denn es ist schon wichtig. Vor allem auch beim Zocken. So, Wasser aufgefüllt. Der Durst ist gestillt. Es wird weitergearbeitet. Eine schöne Nacht zum Jagen. Der Vollmond ist da. Ja, es ist eine richtig helle Nacht. Das werde ich natürlich gleich ausnutzen. Ich denke, ich muss nur ein paar Wölfe abknallen. Die sind gar nicht so weit weg. So. Und bin schon auf der Jagd. Schaut mal, was ist hier? Das ist ein Wolf, oder? Habe ich keine Pfeile? Mein Bogen angelegt, ja. Schauen wir mal, wo ist der Wolf hier? Hier sieht's nach Wolf aus. Ja. Dann schleichen wir uns mal an hier. Und werden zusehen, dass wir gleich den ersten erlegen, sobald der still steht, oder? Zack! Uha! Okay, der zweite war dann wohl ein Treffer. Gut, hier oben geht's gleich weiter. Nachtsichtgerät eingeschaltet hier. Bronzepfeil. Ach, den halten wir schnell. Passt schon. Ich habe genug Pfeile. So, weiter geht's. Hier ist der zweite. So, stopp, das sollte reichen. Und zack. Das war's hier oben. Sehe ich gleich noch was rot leuchten. Könnte der dritte Wolf schon sein. Ja, das sollte passen. Und Feuer. Oh, nicht getroffen. Das war der dritte. Ja, und drei Wölfe sind immer so ein Rudel. Ich denke, da muss man jetzt woanders hingehen. Ist aber kein Problem. Die finden wir auch noch. So, dann geht's weiter. Wo sind noch Wölfe? Ich muss mal schauen. Ich denke, in diese Richtung hier oben. Ja, da sind, glaube ich, auch noch welche. Mach ich mal auf den Weg und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die nächsten gefunden habe. Okay, das waren leider keine Wölfe, aber ich glaube, hier oben könnte noch eins sein. Das war ein Luchs. Oder? Habe ich einen Luchs erwischt? Ja. Aber ich glaube, pass mal auf, hier oben sieht nach Wolf aus. Oder? Yep. Das ist ein Wolf, ganz klar. Schleichen wir uns mal an hier. So. Könnte schon reichen. Ja. Das war der zweite. Insgesamt schon der fünfte. Wir brauchen nur noch zwei Stück, dann haben wir's. Sehr, sehr nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft doch. Hier ist der nächste Wolf. Schaut mal. Gucken, dass ich den mir noch... Schleich mich mal langsam ran. Sollte schon ausreichen. Angelegt und zack, Treffer. Läuft doch ganz gut. Die Nacht ist schon wieder vorüber, aber wir haben es fast geschafft. Ja, wir haben es schon geschafft, Leute. Die Quests sind erledigt. Hier sind zwar noch Wiesen, aber die lasse ich jetzt mal. Ich gehe ganz, ganz schnell nach Christovia und gebe die zwei Quests ab. Dann können wir nämlich wieder zurück in unser Dorf und uns langsam mal ranmachen, die Sachen alle zu backen.
Und natürlich die zwei Wohnhäuser noch aufbauen. Die zwei nächtlichen Quests haben mich jetzt halt doch ein bisschen oft abgehalten die ganze Nacht. Aber macht nichts. Ja, verlassenes Lager. Aber das lasse ich jetzt einfach mal. Hab keine Zeit. Wie immer halt in dem Spiel. Und wie immer so viel zu tun, dass ich keine Zeit habe. Moment, wo müssen wir denn hier hin? Lass mal schauen. Einfach mal den Fluss überqueren hier. An dieser Stelle. Oh, passt das? Naja, passt schon. Auf geht's nach Gustovia. Dann werden wir mal die zwei Quests hier abgeben. Hier ist schon mal die erste Questgeberin. Hallo? Die Wölfe sind tot. Wieder 80 Reputation. Wunderbar. Dann zum Solemir. Tiere sind... Okay, die nächste Quest abgegeben. Sehr gut, dann geht's jetzt aber wirklich zurück in unser Dorf und dann schauen wir mal, was wir überhaupt herstellen können von dem ganzen Zeugs, was der will. Bin ich dann überlegen, ob ich das kaufen soll. Das wären Tausende, das kostet bestimmt 15.000 Münzen. Nein, das ist mir zu viel. Das möchte ich nicht ausgeben. Deshalb schaue ich erstmal nach, was ich selber herstellen kann. Und den Rest, vielleicht können wir auch noch was gar nicht herstellen. Müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und das dann kaufen. Ja, wenn wir die Herold-Quest, die Königsquest immer machen, das bringt uns dann fürs nächste Jahr entweder weniger Steuern oder die Arbeiter in unserem Dorf, die sind zufrieden, ja, die Dorfbewohner. Und ich denke, das lohnt sich auf alle Fälle. Und spart uns natürlich Ressourcen, spart uns Geld und ja, ein bisschen was herstellen müssen wir halt. Gut, ist diesmal ziemlich viel. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel kaufen, aber das wollen wir gleich sehen. So, zurück im Dorf. Werden wir gleich mal das Pferd hier abstellen. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir herstellen können, wo wir die Waren überhaupt haben. Ja, das müssen wir wohl am Backofen alles machen. Kuchen. Oh! Wir könnten Kirschmohn, Fleischpastete, Fleischtart müssen wir herstellen. Obstkuchen. Hier. Wir brauchen Eier, Beeren. Echt jetzt? Kann man Beeren sammeln jetzt? Kann man das sammeln? Beeren. Ich hoffe, dass wir Beeren sammeln können. Okay, Pasteten und Tart. Es ist alles freigeschaltet. Cool, Fischtart, Obsttart, Fleischtart. Haha. da brauchen wir auch Eier. Ja, das wird spannend. da bin ich mal gespannt, wie viele Eier wir haben. Ne, räumen wir mal alles leer hier. Oh, ja, gar nicht viele. Wir haben ja... da müssen wir wahrscheinlich noch was kaufen. Ja gut, kann man nichts machen. Ein bisschen Fleisch. Haben wir Fleisch. Boah, Eimer mit Milch, schaut mal. Jo, da ist einiges jetzt da. Aber gut, Fischfilet haben wir auch so wahnsinnig viel. Das ist ja wirklich irre. Okay, lass mal schauen, was wir jetzt herstellen können. So, machen wir mal... Nee, Kuchen geht nicht. Tart. Fleischtart brauchen wir 5. Okay. Dann, wir können 6 herstellen. Yes. Dann haben wir schon mal die. Dann brauchen wir Meerkornbrot. Ja, ich backe jetzt erstmal die Fleischtart. Das ist schon cool gemacht. Schaut mal, es ist sogar die Tart drauf. Wahnsinn. Okay. Dann Meerkornbrot. Brot. Wo haben wir es denn? Meerkornbrot. Können wir... Oh, cool. Können wir 10 herstellen? Sehr, sehr gut. Wunderbar. Da brauchen wir nur noch die Obstkuchen. Dazu muss ich Beeren sammeln. Oh Mist, im Herbst gibt es keine Beeren. Was mache ich denn da? Na toll. Jetzt muss ich die Kuchen wohl doch kaufen. Ach, schade. Sehr, sehr schade. Oder? Lass mal schauen, wo gibt's Beeren? Beeren. Ich glaube, hier vorne waren ein paar Sträucher. Nein, die kann man nicht im Herbst sammeln. Die sind im Sommer reif. Oder? Ja, leider. Ach, Mann, das ist ja doof.
Wo kriege ich jetzt Beeren her? Oh, ich habe eine Idee. Kurz ins Nachbardorf hoch. Da könnten wir Glück haben, aber ich glaube, es mangelt auch an Eiern. Wie viel braucht man für ein... Moment, lass mal schon schauen hier. Für einen Obstkuchen brauchen wir 5 Eier. 5 Eier, okay. Gehen wir schnell hoch ins Nachbardorf. Ich fürchte, wir müssen die Kuchen so kaufen. Vielleicht kann ich noch ein paar herstellen und damit ein bisschen Kohle sparen. Sehen wir gleich. So, dann schauen wir mal, was diese Bäckerin im Angebot hat. Ich hoffe, ich bekomme hier ein paar Beeren. Zeig mal deine Ware. 15 Beeren hat die echt jetzt. Ach, come on, echt. Ja, Obstkuchen würden mich... Wie viel brauche ich denn? 15, oder? Kann es sein? 4000. Aber das können wir ausgleichen. Und zwar mit Kohlsuppen. Da haben wir ja noch ein paar. Yes. Und gleich nochmal 1000 plus gemacht. Sehr, sehr gut. Kohlsuppen haben wir wirklich genug. Hey, Bogner, du hast eine Quest für mich. Ach, du musst einen Bogen, möchtest du? Hier ist dein Bogen. Habe ich immer auf Lager. Sehr gut. So, haben wir hier noch etwas händlermäßig? Jo, hier gibt es Quests heute. Das ist ja Wahnsinn. Hallo. Hey, was kann ich dir helfen? Ach, das ist schon wieder diese Konkurrenz-Ding da echt. Na gut. How can I help you? So. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Händler. Dagobert. Dagobert Duck. Dagobert Duck, was hast du für mich? Das ist der lispelt. Okay, gut. Dann geht's wieder zurück. Nein, jetzt geht's zum Herold, die Quest abgeben. Pass mal auf hier. Sorry, Bogner. Geh mal weiter in deine Mine und arbeite ein bisschen. Los, hopp. Ich gebe die Quest jetzt ab. Wir sehen uns gleich wieder in Gustovia. Hier sind wir in dem Dorf. Oh, kriege ich doch die Kurve hier? Achso, jetzt aber absteigen. Dann geht's ab zum Herold. Und wir holen uns unsere Reputation ab. Sind das alle Lebensmittel? Ja, das beste Essen im Tal. Das ist ja klar. 800 Reputation, Leute. Das lohnt sich einfach schon deswegen, diese Quest zu machen. Richtig cool. Okay, es geht zurück in unser Dorf. Und Leute, wir haben es für heute auch schon wieder geschafft. Jo, die Herold-Quest ist erledigt. Sehr, sehr gut. Leider konnten wir die Kuchen nicht selber backen. Hat aber nichts gemacht. Wir haben es natürlich ausgeglichen mit den Kohlsuppen. Das, was die gekostet haben. Also seht ihr, da immer ein bisschen was in Hinterhand zu haben, ist gar nicht so schlecht. Ja gut, in der nächsten Folge... Die Schuhe müssen wir abgeben. Wo müssen wir die abgeben? Lass mal schauen hier. Lumbovia, keine Ahnung. Hier oben wahrscheinlich. Ja, hier gibt es so viele Quests gerade. Ja Leute, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir zusehen. Ja, da kommt ja dann der Winter bald. Dass wir den natürlich überstehen. Und im Frühling geht's dann rund. Da wird dann Weizen geerntet. Ich muss eventuell noch ein bisschen nachhelfen hier, wenn die nicht ganz fertig werden mit den Feldern. Da ist mir noch zu wenig angepflanzt. Oder machen wir das in der nächsten Folge, wenn es übergeht in den Winter. Dass wir so in der nächsten Folge den letzten Herbsttag mitnehmen und den Winter durchspielen. Dass wir dann in der übernächsten Folge im Frühling sind. Da wird dann der Weizen geerntet in Massen. Jo, und dann können wir endlich unsere Mühle in Betrieb nehmen. Wobei wir das schon jetzt können. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Achtung, wupp. Okay, gut, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Über ein Abo freue ich mich natürlich. Viel, viel Dank für euren Support. Jetzt werde ich noch gar nichts mehr machen. Ich gehe jetzt nach Hause, gehe zu meiner lieben Ehefrau Wilburger und dann
Ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht mit dem Kleinen ein bisschen nach draußen gehen, ein bisschen spielen oder zeigt dem mal ein paar Tricks, wie man so ein Dorf führt, wie man Bürgermeister wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Der Zockt ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.